Hallo, ich grüße euch. Ja, heute haben wir den 24.03.2021. Immer noch in Asunción. Das wird wahrscheinlich noch einige Tage dauern, bis ich halt hier hoffentlich all das erledigt haben werde, was ich erledigt haben möchte. Und auch mein Einwanderungshelfer und auch ein anderer Kontakt, der sich um den Container kümmert, auch noch vielleicht das eine oder andere mir geholfen hat. Jetzt bin ich wieder unterwegs. Ich habe gemerkt, ich komme mit der Temperatur eigentlich recht gut zurecht. Erst recht, wenn ich dann merke, dass die Einheimischen oder diejenigen, die auch hier schon halt länger leben, dass die anscheinend die Klimaanlage brauchen, zumindest halt die halt hier betuchter sind mit Auto rumfahren, mit Klimaanlage oder auch ja, die Räumlichkeiten, die sie da benutzen, Büros, auch mit Klimaanlage oder mit, ja doch, nicht nur Klimaanlage, sondern auch Ventilator. Mir ist es da immer zu kalt, ganz ehrlich gesagt, mir ist es da zu kalt. Auch jetzt im Auto, wo wir unterwegs waren, habe ich gemerkt, also mit meinem Hemd hier nur, was ich anhabe, kein Unterhemd noch drunter, habe ich gefroren. So, und jetzt geht es aber weiter mal, was hier so in der Stadt los ist, so zumindest in der Umgebung dieses Hotels. Ich will mich auch nicht zu weit hinauswagen. Mir ist gerade so die Idee gekommen, ich hätte die Kreide haben müssen jetzt. Weil die hat immer irgendwo fährt ein Zeichen mir gemacht, damit ich weiß, ah, an dieser Wegkreuzung oder Straßenkreuzung muss ich irgendwie da in die und die richtige Richtung wieder zurück oder weiter, wenn ich also denselben Weg wieder zurücklaufen würde. Aber ich vertraue mir heute wieder auf meine Intuition und ich sage mal als Christ Gottes Führung. Und jetzt wollte ich euch mal was zeigen hier. Ein Fußballplatz, nichts Besonderes, aber besonders ist für mich halt diese, ja, sind diese Haufen. Fett wisst ihr ja, aber was könnt ihr euch verdenken, warum hier überall Erdhaufen liegen. Ja? Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht so, ja, dass ihr ja hier nicht spielt, Fußball spielt, ihr könnt hier schwer krank werden. Wir haben ja die entsprechenden Maßnahmen in Paraguay in gewissem Sinne auch. Allerdings habe ich ja gesagt, dass diese Maßnahmen zum Teil zwar per Verordnung oder Gesetz existieren, aber, also diese Pflicht, aber die Menschen sich halt eben nicht so alle daran halten. Ja, aus der Not heraus sozusagen. Aber dass es Haufen sind, weiß ich wirklich nicht. Da kommt gerade ein Paraguay vorbei. Ja, ich muss endlich mal sehen, dass ich da auch meist mich mit der Sprache beschäftige. Leider habe ich mein Buch, mein Spanisch-Deutsch-Buch, wahrscheinlich in den Container gepackt. Ich vermisse es zumindest, es nicht mehr aufzufinden. Aber naja, so, das wollte ich euch mal zeigen. Da könnt ihr mal zeigen, das könnt ihr überlegen, was, warum hier diese ganzen Haufen auf so einem Platz sind. Ja? Kein besonderes Video, aber dass ihr halt mal schauen könnt, was so hier los ist. Okay, bis später.